Wir haben zurzeit eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die sich auch in die Politik niederschlägt. Und das ist geht um die Sterbebegleitung und um die Sterbehilfe geht es hierbei. Der Gesetzgeber nimmt sich dieser Debatte jetzt an, in seiner Verantwortung als Gesetzgeber. Und diesmal ist es so, dass es verschiedene Gesetzesinitiativen gibt. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass der Gesetzesentwurf von den Kollegen Dörflinger und Patrick Sensburg ausgearbeitet, derjenige ist, der mich am meisten überzeugt. Er steht für ein komplettes Verbot von allem, was mit Sterbehilfe zusammenhängt. Das ist auch richtig so. Aber für mich persönlich genießt nichts anderes als das menschliche Leben, als höchstes Gut, was wir auf diesem Planeten haben, den höchsten Schutz und auch noch über der Würde des Menschen. Und deswegen ist alles das, was ein Kausalbeitrag zum Sterben eines menschlichen Lebens beiträgt, muss das verboten werden. Und ich bin nicht davon überzeugt, von der Argumentationskette der anderen Gesetzesentwürfe, die jetzt auch diskutiert werden, zu Recht. Aber dort geht es darum, dass man eben nur die geschäftsmäßige, die gewerbsmäßige Sterbehilfe verbieten will. Im Umkehrschluss heißt das nichts anderes, als dass alles erlaubt ist, was eben nicht gewerbsmäßig und geschäftsmäßig ist. Zum Beispiel, ganz abwegig halte ich den Vorschlag der Kollegin Renate Künast, die im Grunde genommen die Sterbehilfe komplett straffrei und komplett erlauben will. Das geht überhaupt nicht. Gerade wir als Christen, ich bin überzeugter katholischer Christ, bin fest davon überzeugt, dass es richtig und wichtig ist, dass wir das menschliche Leben wirklich als höchstes Gut, was wir haben, schützen. Und das ist auch richtig, dass der Gesetzgeber sich darum kümmert, aber eben nicht im Detail eine Positivliste zum Beispiel aufstellt, in welchen Fällen eine Sterbebegleitung erlaubt sein soll oder in dem Rahmen einer Negativliste vielleicht verboten sein soll. Nein, da hat sich der Gesetzgeber im technischen Detail rauszuhalten. Das können wir gar nicht darstellen. Deswegen ist es juristisch auch klarste, ein ganz komplettes Verbot jeglicher Assistenz und Beihilfe zur Sterbebegleitung auszusprechen. Das ist der Antrag, der mich am meisten überzeugt. Deswegen unterstütze ich ihn aus vollem Herzen, auch als katholischer Christ.